Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Sonntag, der 11. Februar 2018. Dies ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf unser Politikblog. Heute darf ich ganz herzlich begrüßen Herrn David Rüssel zum Thema Selbstverteidigung auf Deutschlands Straßen. Hallo, David. Hallo. Schön, dass ich da bin. Ja, David, du machst den YouTube-Kanal Kampfkunst Lifestyle. Ganz genau. Wie lange machst du schon Selbstverteidigung und was hat dich dorthin geführt? Also Selbstverteidigung in reiner Selbstverteidigungsform habe ich tatsächlich ein bisschen später angefangen. Mit reinem Kampfsport habe ich im Alter von 5 angefangen. Das war 1986 und betreibe das jetzt seit über 31 Jahren. Und Selbstverteidigung kam dann im Alter von 12 dazu. Ja, davor war es noch reiner Kampfsport und dann hatte der Kampfsport auch Elemente aus der Selbstverteidigung. Und dann bin ich immer mehr in die Selbstverteidigung rübergegangen und heute unterrichte und lerne ich hauptsächlich nur noch Selbstverteidigung. Was sind denn die wichtigsten Stationen deiner Karriere in dem Bereich? Wichtigsten Stationen? Ich denke, da gibt es von Station her, die erste Station des Begreifens. Was ist überhaupt real, was funktioniert, was nicht. Das Gute war, ich bin damals mit 5 Jahren direkt in einen Kontaktsport gekommen, nicht in eine Kampfkunst oder Kampfsportart, wo man weniger am Mann arbeitet, das heißt wirklich mit der Kraft des Gegners umgehen muss oder lernt, sondern ich habe direkt diesen Umgang gelernt und habe dadurch auch ganz schnell begriffen, was real ist und was nicht, was funktioniert und was nicht und was halt einfach nur Show ist. Und konnte daher, ich denke, sagen, daher mein allererster, wichtigster Aspekt war tatsächlich mit 5, 6 Jahren, wo ich dann tatsächlich beim Judo überhaupt erstmal den Kontakt kennenlernte. Das war, ich glaube, die erste, wichtigste Station. Weil danach konnte ich ganz schnell entscheiden, ob ich bei der nächsten Kampfsport bleibe oder nicht. Und welche Methoden hast du gelernt und unterrichtest, oder hast du unterrichtet? Ich habe Judo gelernt, ich habe Karate gelernt, ich habe Taekwondo gelernt, ich habe Jiu-Jitsu gelernt, sowohl das japanische als auch das BJJ, das brasilianische Jiu-Jitsu. Dann habe ich Kickboxen ein bisschen gemacht, dann habe ich das Wunab Kundo Takaskus Kung Fu ein bisschen gemacht, dann habe ich eine lange Zeit das Chi-Sing Mentes Kung Fu gemacht, das heißt das Gottesanbeterin Kung Fu, da dann auch ganz viele Wettkämpfe im Sanda gehabt. Dann bin ich danach dann zum Krav Maga, dann habe ich ein bisschen Wing Chun aus der EWTO, danach beim EBMAS gemacht, denn von da aus habe ich das Inosanto Kali gemacht. Inosanto Kali habe ich dann noch weiterhin auch ins Modern Armies reingeschaut, in den Screamer und ja, und dann irgendwann bin ich dann dazu gekommen, habe mir gesagt, aus diesen 30 Jahren oder damals waren es glaube ich 27, 25 Jahre Erfahrung, mache ich ein eigenes Konzept mit all den Erfahrungen, die ich gemacht habe, was wirklich funktioniert und mache ein Best-of und sage einfach, was unterrichtest du denn? Und da hast du dann System Without System aufgemacht? Genau, richtig, genau. Das war 2007. Da habe ich dann das SWS mit aufgemacht und das war dann dafür da, um halt einfach eine reale, effektive Selbstverteidigung zu gründen. Neben den ganzen anderen Sachen, die ich schon gelernt habe, aber auch immer wieder da sehr viel Kunstvolle, auch in der Selbstverteidigung, auch immer sehr viele Stil und Tradition mit beikam, alles auf das wollte ich verzichten in meiner Selbstverteidigung. Habe gesagt, ich kreiere halt ein Selbstverteidigungskonzept, was nicht so sehr darauf angelegt ist, Tradition, Pflichten einhalten zu müssen, sondern halt einfach auch richtig rein nur auf die effektive Selbstverteidigung eingeht. Und das war mir halt sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich dann irgendwann das SWS gegründet. Und heute kümmerst du dich aber, glaube ich, mehr um den YouTube-Kanal. Unterrichtest du nur noch in kleinerem Umfang? Ganz genau. Ich habe bis 2017, ja Mitte 2017, habe ich komplette Gruppen geleitet. Ich habe in Turnhallen unterrichtet. Ich wurde sogar auch in Schulen dann nachher gebucht, die dann neben ihren ganz normalen Kampfsporttraining, sei es zum Beispiel im Taekwondo gewesen, hier bei uns im Bergedorf, im Lichtwerkhaus, da gab es eine Taekwondo-Schule. Und die haben dann halt gerne für Selbstverteidigung noch jemanden einen Trainer einkaufen wollen und haben dann gesagt, wir brauchen noch einen Trainer, der dann halt unseren Leuten neben dem Wettkampfsport auch noch Selbstverteidigung beibringt. Das habe ich dann zweimal die Woche gemacht und das auch in mehreren Schulen, jetzt nicht nur beim Taekwondo. Und irgendwann hatte ich dann auch in Turnhallen unterrichtet, da waren dann große Gruppen, weit über 60 Leute. Aber ich habe irgendwann für mich auch festgestellt, dass ich viel besser mit Leuten arbeiten kann, wenn die Anzahl der Mitglieder
ganz klein ist und ich auf jeden wirklich ein Auge habe und mit jedem Einzelnen auch wirklich arbeiten kann. Weil so war man froh als Schüler, wenn man unter 60 mal aufgefallen ist, der Lehrer mal zu einem kam und man verbessert hat. Dem versuche ich heute allen gerecht zu werden und zu sagen, nee, so eine Art Unterricht gebe ich nicht mehr. Und tatsächlich ist es heute so, dass ich damals mit meinem YouTube-Kanal vorhatte, der ganzen Welt oder besser gesagt ganz Europa, Deutschland, auch Welt, mit YouTube erreicht man die ganze Welt, auch einfach zeigen zu wollen, mein Weg der Selbstverteidigung, ohne dass sie was dafür bezahlen müssen, um halt einfach den Selbstschutz für ganz normale Bürger zu gewährleisten. Dass die halt einfach ein Feeling dafür kriegen und sagen, oh, vielleicht kriege ich dadurch den Anreiz, mich in der Schule anzumelden. Oder aber, ich habe eine Kampfsportart gelernt und habe das jetzt auf dem Kanal gesehen und möchte das gerne bei meinem Trainer unter guter Leitung auch nochmal ausprobieren und dann übt man das ein. Was ist eigentlich jetzt der Unterschied oder was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Kampfsport und Selbstverteidigung auf der Straße? Also Kampfsport ist ja, wie der Name schon sagte, Sport. Das heißt, man trainiert da auch auf sportlicher Basis, was sehr, sehr viel damit zu tun hat, Konditionstraining. Man hat in einem Sport immer ein Regelwerk, was immer ganz wichtig ist, was eingehalten werden muss. Jeder Kampfsport hat natürlich ein eigenes Regelwerk. Und da sind halt Sachen, die auf der Straße so nicht vorkommen. Also es wird keine gleichen Gewichtsklassen auf der Straße geben. Es wird nicht immer nur fair ablaufen, 1 gegen 1. Auch nicht, was objektlos angeht. Das heißt, es gibt keine Bandagen, es gibt keine Handschuhe, es gibt keinen Schützer, die einen vor Verletzungen schützen. Es gibt keine Ärzte in der Ringecke, die schon darauf warten, wenn einer sich verletzt, dann sind wir sofort da, um den Cut zu schließen oder schlimmer ist, eine Gehirnerschütterung sofort zu behandeln. Alles das ist Kampfsport. Und auf der Straße ist es halt so, dass gerade diese ganzen Gegebenheiten nicht da gegeben sind. Da muss eine 50 Kilo schwere Frau auch mit einem Mann klarkommen, der 110 Kilo wiegt. Und da muss man die Ziele komplett verändern. Das heißt, beim Kampfsport hat man zum Beispiel Primärziele das Kinn, die Leber, die Milz. Das kann ich einer 50 Kilo schweren Frau nicht zeigen, dass sie einen Mann, der 110 Kilo wiegt, auf die Leber hauen soll, weil die Muskulatur wahrscheinlich dann dem einfach nur ja, anspannen, aushalten, macht mir nichts viel. Das heißt, sie hat in dem Augenblick nicht außer Gefecht gesetzt, geschlagen, sondern sie hat ihn ganz im Gegenteil eher wütend geschlagen. Das heißt, in dem Augenblick würde wahrscheinlich der Angreifer wütender werden und noch viel Schlimmeres mit ihr tun. Anstatt in der Selbstverteidigung, wo man direkt auf Primärziele geht, die man halt nicht trainieren kann, die auch Gewichtsklassen egal sind. Das heißt, also Primärziele wie zum Beispiel Augen, Kehlkopf, Unterleib, auch das Kniegelenk, alles das, was man halt nicht trainieren kann, auch wenn man jahrelang trainiert, was bei jedem, ich sag mal, Wesen eigentlich immer die verlässlichen Punkte sind. Also zum Beispiel auch Weichteile praktisch, also genau, Intimbereich, wo man beim Kampfsport Abstand halten muss. Genau, richtig. Also das heißt zum Beispiel auch, man darf den Hinterkopf nicht attackieren, Genick darf nicht attackiert werden, Unterleib sowieso nicht, in die Augen greifen nicht. Alles das ist ja im Kampfsport verboten. Alles das ist in der Selbstverteidigung herzlich willkommen und sollte auch unbedingt umgesetzt werden, um halt eine lebensbedrohliche Situation so schnell wie möglich zu entschärfen. Ja, ich wollte jetzt einmal einen Schwenk zu den rechtlichen Dingen machen. Okay. Vielleicht noch einen Bogen dazu. Die Sendung heißt ja Macht um Menschenrechte. Wir hoffen, mit der Sendung einen Beitrag zu leisten zum Schutz des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit und auch des dem praktisch davor gelagerten Menschenrechts, was in der EU-Grundrechtecharta, aber auch im UNO-Zivilpakt steht, auf Sicherheit. Also dass Menschen schon davor geschützt sein sollen, anzugreifen. Und ich denke, dass da Wissen um Selbstverteidigung auch einen Beitrag dazu leisten kann, natürlich zusätzlich eben zur staatlichen Pflicht, diese Rechte zu schützen. Genau. Ja, Selbstverteidigung, wenn wir uns das Notwehrrecht angucken, sei es jetzt zum Beispiel erstmal im bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGB, das ist der Paragraph 227, da ist halt die Notwehr, die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen rechtswidrigen gegenwärtigen Angriff von sich oder einer anderen Person abzuwenden. Das heißt, ich habe erstmal natürlich das Recht, mein Leib und Leben zu schützen. Das ist natürlich klar. Wir haben natürlich auch in den Grundgesetzen, dass die menschliche Würde unantastbar ist. Das ist auch klar, aber in der Unantastbarkeit darf ich nicht sofort in die Notwehr übergehen. Das heißt, sollte mich jemand seelisch grausam irgendwie jetzt beleidigen, verbal oder visuell, und meine Würde wird dadurch verletzt, darf ich trotzdem jetzt nicht in die Notwehr einschreiten. Da sind natürlich noch große Unterschiede. Aber natürlich kann ich sagen, wenn das immer wieder auffällt, dass das dann in so eine Art Mobbing reingeht und so, und da stellt man dann Strafanträge und solche Sachen. Also das ist dann wieder was ganz anderes. Aber in der Notwehrlage kommen wir wirklich rein, wenn mein Leib und Leben in Gefahr gestellt wird. Das ist natürlich ganz wichtig. Und da ist für uns Bürger erstmal das BGB ganz wichtig. Das StGB ist ja mehr denn die Exekutive. Das heißt, das Strafgesetzbuch ist dann das, was vom Gericht geäußert wird. Da gibt es dann auch viele Knacken.
hier natürlich mein bürgerliches Recht einnehmen. Das heißt, ich habe das Recht, mich zu schützen, ich habe das Recht, mich zu verteidigen, wenn mich jemand angreift. Und im StGB wird dann quasi nachher darüber verhandelt, war es verhaltensgerecht, war es okay, war es vielleicht übertrieben, die Verteidigung, oder war es vielleicht auch gar keine Verteidigung, sondern es war eine provozierte Notwehr, was es ja auch gibt. Ich kann ja auch jemanden so lange provozieren, bis er auf mich einschlägt, auch dann ist das Notwehrrecht wieder ein anderes. Das sind dann ganz viele kleine Anhaltspunkte, die man dann natürlich bekommen muss. Also beim BGB scheint es mir dann eher darum zu gehen, ob man, wenn man Notwehr macht, Schadensersatz zahlen muss, wenn der andere eine Verletzung erleidet, doch mit dem Schmerzensgeld zahlen muss. Und beim das trifft tatsächlich mehr ins StGB. Das BGB ist halt einfach der Schutz der Bürger. Das ist eigentlich der Schutz, den wir uns alle nehmen dürfen. Das heißt, das BGB, bürgerliche Gesetzbuch, ist rein für uns gegen Bürger oder auch für Bürger. Und das StGB ist dann wirklich, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen, ob denn Schadenersatz gestellt wird oder nicht. Das heißt, aggressiver Notstand zum Beispiel wäre so eine Sache. Da muss man halt einfach gucken, Sachgutverletzung, ist was kaputt gegangen dabei oder auch nicht? Oder durfte ich das Sachgut sogar einsetzen zum Selbstschutz, ohne dass ich dafür jetzt eine Anzeige muss ich Schadensersatz dann bezahlen, aber ich muss halt nicht jetzt noch eine Anzeige dafür zahlen, dass ich zum Beispiel eine Sachbeschädigung gemacht habe, um halt einen Angriff mit, nur mal angenommen, wird immer liebend gerne gesagt, den Zaunpfahl des Nachbarn rausgerissen, um halt zwei große Angreifer in Schach zu halten, dann darf der Nachbar mir keine Anzeige an den Kopf werfen und sagen, hey, das ist hier aber mein Eigentum, was du jetzt beschädigt hast, dafür zeige, das darf er nicht, aber was er darf, ist natürlich einen Schadensersatzantrag stellen, das muss dann auch bezahlt werden, aber es geht halt keine Anzeige raus. Jetzt ist ja bei dem Paragraphen zur Notwehr, Paragraph 32 StGB, die Rede von einem gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist gegenwärtig, was ist Angriff, was bedeutet rechtswidrig dabei? Genau. Also rechtswidrig können wir erstmal zuerst abhaken. Ich denke, das ist so das Allerwichtigste für jeden, der sich dafür interessiert. Rechtswidrig bedeutet natürlich, dass es gegen das Gesetz ist. Das heißt, sowohl gegen meine Bürgerrechte, aber auch natürlich gegen das Strafgesetz geht. Dass ich dann in dem Augenblick natürlich meine Notwehr einsetzen darf. Das heißt, wenn Mensch geschlagen wird, ohne dass er sich verteidigt hat, einfach willkürlich jemanden schlagen oder auch irgendwas kaputt machen, alles, das ist natürlich nicht rechtens. Das heißt, dann bewegen wir uns auf einen rechtswidrigen Weg. Gegenwärtig ist ganz, ganz wichtig in der Selbstverteidigung. Da nenne ich immer meinen Schülern zum Beispiel ein ganz lustiges Beispiel. Ich werde jetzt von einem geschlagen, der rennt 10 Meter weg, ich laufe hinterher und schlage ihn dann zurück. Dann sind wir in keiner Notwehr mehr, weil der Angriff schon lange nicht mehr gegenwärtig war. Sondern der war lange schon gewesen. Das heißt, dann sollte ich lieber eine Anzeige machen, dass ich geschlagen werde, um nicht selbst nachher Täter zu werden. Gegenwärtig bedeutet unmittelbar bevorstehend oder während dem Angriff oder andauernd. Das heißt, es kann auch sein, also unmittelbar bevorstehend ist, wenn ich zum Beispiel sehe, oh, jetzt nimmt er beide die Fäuste hoch, zielt mit den Fäusten schon auf mich, redet zwar noch, aber sobald er die beiden Fäuste oben hat, weiß ich, wir beide werden heute keine Freunde mehr. Der zielt schon mit seinen eigenen Körperwaffen auf mich und da kann ich unmittelbar bevorstehend schon davon ausgehen, dass er gleich auch damit zuhaut. Das ist wie mit einer Schusswaffe. Man darf ja auch nicht erst eine Schusswaffe entwaffnen, wenn sie losgeschossen wird, das heißt der Kugel ausweichen, sondern wenn man auf einen zielt. Und genauso ist es auch, das ist halt eine Bedrohungsphase, auch mit Fäusten. Sobald Angriffs, kann auch körpereigene Angriffswaffen sein, sobald die auf einen zielen, hat man das Recht, sich zu schützen. Das ist der unmittelbar bevorstehende Weg. Der während den Angriff, das heißt, gerade dann, wenn der Angriff stattfindet, das nennt man auch immer sekundäre Verteidigung. Primäre Verteidigung, sagen wir bei uns, ist, den Angriff zuvorkommen. Das heißt, unmittelbar bevorstehend, am besten den Wind aus den Segeln nehmen, bevor es überhaupt dazu kommt. Wir nennen es auch gerne nicht den Körper brechen, sondern den Willen brechen. Das heißt, es geht nicht darum, den Angreifer großen Schaden zuzufügen, sondern es geht eigentlich eher darum, vorzeitig zu reagieren, ihn vielleicht auf den Boden zu fixieren und einfach zu sagen, ich habe seinen Willen vorgebrochen, bevor ich halt ins Zweite übergehen musste. Das ist das Primäre. Das Sekundäre ist halt eine Abwehr. Das heißt, da kommen wir auch jetzt in den Angriff hinein, nicht in den unmittelbaren, sondern in den Angriff selbst. Und das heißt, wenn jetzt ein Angriff stattfindet und der mich attackiert, in dem Augenblick dürfte ich jetzt zum Beispiel diesen Angriff kontern, blocken, abwehren und dann natürlich direkt gegenkontern. Aber es gibt auch noch die Notwehrlage, wenn jetzt zum Beispiel ein Angriff stattfindet und der einfach nicht aufhört, das heißt andauernd, der immer wieder drauf zuschlägt. Ich habe ihn zum Beispiel auf den Boden gelegt,
habe ihn fixiert, aber er tritt immer noch weiter nach mir. Auch dann darf ich meine Note weiter vollziehen. Denn es ist auch immer noch eine Verhaltensgerechtigkeit drin. Und bezüglich Angriff stellt sich ja die Frage, ist ein Angriff dann wahrscheinlich nicht nur gegeben, wenn das eigentliche Ziel ist, eine leichte bis schwere Körperverletzung oder gar eine Todesfolge zu verursachen, sondern auch, wenn der Angreifer die Körperverletzung in Kauf nimmt und ein anderes Ziel hat, zum Beispiel eine Handtasche zu rauben oder sexuellen Übergriff zu machen und gar nicht das eigentliche Ziel hat, Verletzungen zu verursachen. Genau, genau. Also wir haben ja auch jetzt zum Beispiel Gegenstände, Handtasche, wurde gerade gut gesagt, ja, oder aber auch einfach zum Beispiel mein Kugelschreiber. Ich sitze jetzt in der Schule, jemand will mir meinen Kugelschreiber wegnehmen, ich bin aber derjenige, dem der Kugelschreiber gehört, ich habe ihn käuflich erworben, damit bin ich der Besitzer. Und das heißt, wenn ich nicht möchte, dass mir mein Besitz weggenommen wird, dann darf ich es auch mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, gerechtfertigter Gewalt im Verhältnis natürlich auch beschützen. Gar keine Frage. Sowohl die Handtasche als auch alles andere. Da hat der Angreifer vielleicht gar kein direktes Ziel gehabt, mich persönlich zu verletzen, aber zum Beispiel mein Sachgut zu klauen. Und da darf ich natürlich auch direkt einschreiten, was zum Beispiel auch Ladendetektive tun oder auch sonstige Polizisten oder sonst wer. Die haben natürlich noch hoheitliche Rechte, das ist noch ein bisschen anders. Wir sind ja nur in den bürgerlichen Rechten drin. Aber da können wir natürlich sofort einschreiten und sagen, nee, das möchte ich nicht. Aber ganz genau so ist das ja. Notwehr trifft auch schon viel früher in Kraft. Und wenn ich den Paragraphen 33 StGB richtig verstehe, ist es schwierig zu beurteilen. Genau. Zu schwierig zu beurteilen. Paragraph 33 ist ja, dass einem auch ein gewisses Maß an Irrtum zugestanden wird, wenn man meint, man wäre noch in der Notwehrlage, weil man jetzt zum Beispiel voller Angst und Schrecken ist und es nicht erkennt, vielleicht, dass der Angriff schon geendet hat. Das ist ja für den Angegriffenen nicht immer perfekt zu erkennen. Richtig, genau. Da reden wir von einer Schocklage, nennt man auch gerne Putativnotwehr, das heißt, man hat eine Überreaktion, man ist einfach geschockt, man ist gehemmt, man weiß nicht, was los ist, hat eigentlich mehr so eine Panikreaktion und auch dann ist es immer noch in der Rechtslage so, dass man da natürlich das prüft und schaut, war denn wirklich alles so oder hat er tatsächlich jetzt, sagen wir mal, fahrlässig nicht mehr verhaltensgerecht reagiert oder war es vorsätzlich. Also das wird dann geprüft, um zu schauen halt, ob das Opfer vielleicht einfach so eine Art Blackout, Schock oder was auch immer hatte. Kann ja auch sein, zum Beispiel, ich habe mich gerade verteidigt, laufe 10 Meter weg, denkst so, oh, jetzt habe ich vielleicht gewonnen, habe vielleicht meinen Angreifer niedergestreckt, will jetzt aber weglaufen, will von der Gefahrenzone weg, rufe währenddessen die Polizei und auf einmal höre ich laufende Schritte hinter mir. Und ich reagiere vielleicht sofort mit einem ausgefahrenen Ellbogen und stelle dann plötzlich fest, das war nur ein junger Mann, der versucht hat, den Bus zu kriegen. Dann bin ich natürlich nicht in dem Fall derselbe Täter wie der Angreifer, der mich zuvor angreifen wollte, sondern ich befand mich in einer Schocklage und auch da wird dann wieder gerichtlich natürlich vom Fall zu Fall verschieden geklärt, war es jetzt eine Putativnotwehr, war es jetzt eine Überreaktion oder war es halt von vornherein vorsätzlich so bedacht. Jetzt aus deiner Erfahrung mit Unterricht und praktischer Anwendung von Selbstverteidigung, siehst du Gesetzeslücken für mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit von Menschen, die in Notwehr, in Selbstverteidigungssituationen gelangen? Ich möchte das mal so formulieren, dass ich nicht wirklich Gesetzeslücken sehe. Ich sage es mal so, ich sehe zu wenig Gesetzaufklärung, gerade auch so in staatlichen Schulen, die gemacht werden, wo Leute halt auch einfach in die Schule gehen, fürs Leben vorbereitet werden, aber dann solche Sachen überhaupt nicht kennen. Das heißt, ich lerne in der Schule, in einer ganz normalen Grundschule, in einer Hauptschule, in einer Realschule, Gesamtschule, Gymnasium, wo auch immer, lerne ich quasi, was Menschen vor hunderten Jahren im Geschichtsunterricht gemacht haben. Ich lerne in Erdkunde, wo welches Land liegt. Ich lerne das, aber ich lerne eigentlich sehr, sehr wenig bis fast gar nichts darüber, entweder mein eigenes Leben zu schützen oder wenn ich schützen muss, was denn auf mich zukommt. Oder ab wann darf ich es denn schützen? Ich sag mal immer so, das Leben fängt immer bei sich selbst als erstes an. Und wenn man darüber den eigenen Schutz eigentlich zu wenig Aufklärung bekommt, dann finde ich, ist da auf jeden Fall nicht eine Gesetzeslücke, aber auf jeden Fall eine ganz große Wissenslücke.
Und ich stelle das immer wieder fest, dass ich auch Kampfsportler bei mir in meiner Schule habe, die selber schon 20 Jahre, 17 Jahre sich mit Kampfsport beschäftigen. Einige auch vielleicht auch mal auf der Straße eine Auseinandersetzung, eine Selbstverteidigung lösen mussten, dann aber sich mit der Gesetzeslage absolut überhaupt nicht auskennen. Die kennen nicht mal den Paragraphen, die wissen gar nicht, was rechtswidrig ist, die wissen nicht, was gegenwärtig ist, die wissen eigentlich gar nichts. Und selbst in Kampfschulen finde ich, dass teilweise die Lücke des Wissens viel zu groß ist, weil ich will nicht nur in meiner Schule die Leute vor den Täter schützen, sondern ich will natürlich auch meine Leute vor dem Gericht schützen. Denn wenn ich jetzt sage, zum Beispiel jetzt mal einfach ganz plump gesagt, er hat mich angegriffen, er wollte mir eine hauen, dann habe ich ihn eine gehauen, dann lag er auf dem Boden, ich habe gewonnen, bumm, dann kann es mal eben ganz schnell sein, dass eine Aussage gegen Aussageverfahren ist, weil halt einfach nicht rechtlich genau geklärt wurde, der Sachverhalt, wie das überhaupt dazu zustande kam. Hätte er aber von vornherein gesagt, ich wollte gar keinen Ärger, er kam auf mich zu, ja, ist in seine Rechtswidrigkeit reingegangen, hat einen gegenwärtigen Angriff gestartet und ich habe diesen rechtswidrigen Angriff einfach nur in meiner Notwehrlage abgewehrt und habe mich verteidigt. Das Verhaltensgericht habe ich auch nicht weitergemacht. Wenn ein Schüler allein schon nur dieses Wissen hat, wird er sich auch vor Gericht ganz anders äußern können. Und ich finde, da ist eine riesen Wissenslücke drin. Und er wird auch eine Situation vielleicht besser erkennen können und erkennen können, wann der Angriff beendet ist. Richtig, genau. Gerade das Erkennen. Bei uns lernen wir immer ganz früh, dass wir zuerst visuell erkennen sollten. Also ich sage immer, so eine Gefahrensituation sollte vor allem erkannt, vermieden und im Notfall erfolgreich bewältigt werden. Das sind so die drei Grundregeln. Und eine Bedrohungsphase kann sowohl visuell, verbal, aber am Ende auch körperlich stattfinden. Und da sind ganz, ganz wichtige Punkte, die man von vornherein natürlich abstecken sollte und auch erstmal lernen sollte. Ich finde, jeder Schüler der Selbstverteidigung sollte erstmal diese Grundprinzipien überhaupt in der Grundlehre haben. Ich wollte noch etwas sagen zu Notwehr und Nothilfe. Nothilfe? Ja. Ist das, kann man sagen, dass Nothilfe das ist wie Notwehr, nur dass man jemand anders aus einer Notwehrsituation hilft? Richtig. Also Nothilfe wäre zum Beispiel das Einschreiten, wenn ich sehe, dass, was weiß ich, auf der anderen Straßenseite eine Frau von einem Mann attackiert wird, um Hilfe ruft, geschlagen wird und ja, dann sollte ich Nothilfe leisten. Nothilfe hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich körperlich nun dazwischen gehe, wenn ich es mir selber auch gar nicht zutraue. Das wäre blöd und dumm, weil dann würde ich ja auch mit verdroschen werden. Das würde also quasi gar nichts bringen. Andersrum ist es aber auch blöd und dumm, nichts zu tun und einfach weiterzugehen. Dann kommen wir nämlich in die unterlassene Hilfeleistung zurück. Was man aber tun kann, ist vielleicht einfach mehrere Passanten, die da im Herlaufen, die da auf dem Weg sind, einfach Bescheid zu sagen, ey, seht mal, wollen wir da nicht zwischengehen, wollen wir da nicht helfen? Alles das ist schon Nothilfe. Genauso ist es Nothilfe, auch sofort die Polizei zu alarmieren und zu sagen, hier an der Ecke, an der Straße wird gerade eine Frau geschlagen. Kommen Sie bitte schnell. Einfach weiterzugehen ist da unterlassene Hilfeleistung. Nothilfe ist ein ganz wichtiges Prinzip, gerade auch was Zivilcourage angeht, was natürlich in der heutigen Zeit auch ganz, ganz wichtig ist. Und wenn man dazwischen geht, nehme ich an, dass es dann in etwa die gleichen Maßstäbe sind, wann der Angriff beendet ist und dass man sich verhältnismäßig nur helfen darf, genau wie man sich selber verteidigen dürfte. Richtig, richtig. Also es gelten dieselben Rechte wie beim eigenen Angriff oder bei der eigenen Notwehr, dass man dann halt sieht, so, oh, jetzt kommt ein eigener Angriff auf mich zu oder ein Angriff auf eine andere Person, darf ich dieselben Notwehrrechte nutzen wie halt gegen mich auch. Natürlich muss ich jetzt aufpassen, was man nicht tun darf, ist jetzt zum Beispiel, ich überwältige den Gegner und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht gerade ihn auf dem Boden fixiere, um auf die Polizei zu warten und die gerade geschlagene Person wild auf dem jetzt eintritt, während ich ihn fixiert auf dem Boden halte. Auch das wäre dann wieder so eine Art Nichtverhältnismäßigkeit. Ich bilde eine Gruppe und quasi sieht es dann so aus, als würden wir zu zweit uns zusammentun, um einzuschlagen. Ganz schnell werden dann die Rollen von Täter und Opfer vertauscht. Da muss man ganz gewiss aufpassen und sollte man auch direkt definitiv die ganzen Passanten mit ins Boot holen, mit auf die Straße holen und sagen, die beiden müssen sich trennen. Die eine Person soll in die rechte Ecke, wie im Ringkampf, die andere Person in die linke Ecke, voneinander getrennt, weit weg, dass sowohl die eine Person nicht überreagiert im Schock und die andere Person auf dem Boden auch nicht noch weiter gereizt wird. Jetzt haben Frauen ja oft so im Durchschnitt weniger Muskelkraft als Männer. Was empfiehlst du Frauen, um das auszugleichen bei der Selbstverteidigung? Ganz genau. Also Muskelkraft ist auf der Straße, ich sag mal, zu 50% wichtig. Es ist trotzdem wichtig, eine leichte Fitness, Grundfitness zu haben, denn es bringt ja nicht die weichen Knie ohne Muskulatur zum Wegrennen, wenn man nicht wegrennen kann. Also eine Grundfitness ist natürlich auch wichtig. Man sagt immer, die beste Selbstverteidigung ist die,
wo ein Kampf nicht stattgefunden hat und am besten aus jeder Situation weglaufen, wenn es möglich ist. Wenn die Person aber jetzt, sagen wir mal, einfach die Grundfitness nicht hat, kann sie auch in dieser Art diese Selbstverteidigung kaum ausüben. Deswegen Muskelkraft, was so ein bisschen Sport angeht, ist natürlich für den Selbstschutz ganz klar auch wichtig irgendwo. Aber es ist nicht der Hauptaspekt. Der Hauptaspekt liegt wirklich tatsächlich darin, Primärziele zu attackieren. Das heißt, wenn ich einen Angriff ausgeliefert bin, dann halt einfach Primärziele zu attackieren, zu sagen, die Augen, wenn ich den Gegner visuell blende, kann er auch nicht mehr sehen, in welche Richtung ich abgehauen bin. Das heißt, man kennt das selber, wenn man auf dem Fahrrad fährt, einen Berg hinunter und da fliegt eine Fliege ins Auge. Diese Fliege hat mal 0, was weiß ich, wie viel Gramm Gewicht, aber trotzdem hindert es einen weiterzufahren. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein Augenstich von einer Frau geübt, die das trainiert hat, mit richtig Druck und Kraft ans Auge kommt, dann wird der Gegner erstmal visuell überhaupt nichts mehr machen können. Genauso sehen wir das auch zum Beispiel beim Unterleibtritt. Wenn eine Frau gezielt zum Unterleib treten kann, es gelernt hat, dann ist das wie selbst in der MMA oder beim UFC, wo man sieht, dass Menschen oder Männer in voll aus trainierte Athleten mit über 120 Kilo Muskelberge aber sofort auf die Knie gehen, sobald ein Tritt zum Unterleib durchkommt, weil diese Ziele nicht trainiert werden können. Und genau solche Ziele müssen Frauen in einer Selbstverteidigung gezielt trainieren. Ja, es gibt ja jetzt noch weitere Bevölkerungsgruppen, die von der Körperkraft her sich weniger verteidigen können, zum Beispiel Kinder oder Jugendliche oder auch ältere und bewegungsmäßig eingeschränkte Menschen. Wie können die sich helfen? Also ich finde, ganz, ganz wichtig ist, dass gerade Kinder und auch eingeschränkte Menschen mit Behinderungen zum Beispiel eines ganz klar sein sollen. Und zwar erstmal die Situation einschätzen zu lernen. Das heißt, eine Notwehr nicht zu überschätzen oder zu unterschätzen vor allem. Denn ich sehe ganz viele Kurse, die stattfinden für Kinder, wo sie lernen, erstmal natürlich auf sich aufmerksam zu machen und dann ganz tolle Bewegungen, ganz tolle Techniken lernen, wie man denn einen Angreifer bezwingt. Aber es ist ganz klar, wenn ein 7-jähriges Kind ein 100-Kilo-Mann gegenübersteht, da kann das 1000 Techniken perfekt beherrschen. Der Mann wird sich davon nicht beeinflussen lassen. Genauso ist es dann natürlich auch bei Menschen oder Frauen oder aber auch Menschen mit Behinderungen, die jetzt zum Beispiel ja eingeschränkt sind, die dann in Rollstühlen die Kurse belegen, wo sie Handtechniken lernen, Hebel lernen, wenn jemand greift. Man ist froh heutzutage, wenn man das Ganze real mal unter die Lupe nimmt, man ist froh, wenn man heutzutage sieht, dass ein Mensch mit zwei gesunden Beinen einen Angreifer ja vielleicht überstehen konnte, sich wehren konnte, ihn vielleicht ja sogar fixieren konnte, halt der Überlegene nachher am Ende sein konnte und das mit zwei gesunden Beinen. Wenn das jetzt ein Rollstuhlfahrer ist, der das da auch noch die Einschränkung hat, ich sag mal zu 95% nicht möglich. Da müssten wir alle Gegebenheiten für den Rollstuhlfahrer da sein, von tief bergab, dass er schnell wegfahren kann oder keine Ahnung, von Ast, der vom Baum fällt, dann Blitz, der einschlägt und den Angreifer trifft. Also ich kann da ganz ehrlich nur sagen, ich sage, dafür hat auch unser Staat, auch unser Deutschland, das Recht von Hilfsmitteln für die Notwehr. Sei es ein Pfefferspray, sei es alles mögliche, Kubutans, Tactical Pants, alles mögliche, was man dann nutzen kann, um die Selbstverteidigung, wenn man selber so weit unterlegen ist, trotzdem noch seinen eigenen Schutz natürlich erhalten kann. Das ist ganz wichtig und ich rate jedem Kind, ob es nun irgendwie eine Art Alarmanlage ist, was es an sich trägt. Es gibt die mittlerweile, die am Schlüsselbund hängen, da zieht man die ab, der Bolzen, der bleibt dann weg, also das heißt, der ist ja nicht an dem Apparat dran, den kann man nicht mehr reinstecken und das ist ein riesen Alarmgeräusch, wie jetzt zum Beispiel, wenn ein Auto geklaut wird. Das heißt, das macht aufmerksam und das Piepen geht auch nicht weg. Solche Sachen, solche Gadgets empfehle ich Kindern viel mehr, mit natürlich dem Unterricht eine Gefahrensituation einschätzen zu lernen, als jetzt zu sagen, ich bringe dem Kind jetzt tolle Tritte bei, die super aussehen, den Verein fördern, weil viele Prüfungen bezahlt werden, sondern ich sage da ganz einfach klipp und klar, dafür haben wir Hilfsmittel und dann doch lieber diesen Kindern und vielleicht diesen eingeschränkten Menschen mit Behinderung doch gerne zeigen, wie man mit solchen Hilfsmitteln effektiv umgeht, anstatt dann da halt Zeit und Geld zu verschwenden in Sachen, die am Ende sowieso nicht funktionieren. Wie lässt sich denn eine Situation erkennen, aus der ein Angriff entstehen kann? Gibt es da so typische Situationen, die häufiger vorkommen? Es gibt tatsächlich Muster, aber es gibt auch Überraschungsangriffe. Und Überraschungsangriff, da kann man selbst trainiert sein,
30 Jahre, nur in der Selbstverteidigung, militärischen Nahkampf, was auch immer, kommt ein Überraschungsangriff, kann jeder davon überrascht werden. Aber ein, ich sag mal, ein entstehender Konflikt, den lernt man schnell einzuschätzen, gerade da ich auch als Objektschutzleiter lange an der Tür stand. Ich war auch Doorman gewesen und man lernt die Situation schnell einschätzen. Man lernt schnell, oh, da eskaliert das gleich, das sieht man schon an der Art, an der aufbrausenden Art. Man merkt das schon, wie sie visuell und verbal sie miteinander reden, wie sie attackieren. Man kann es auch schon vielleicht sehen, wenn jetzt irgendwelche am Bahnuntergang stehen. Man geht da entlang und man sieht so, oh, irgendwie haben die einmal kurz geguckt, irgendwas stimmt da nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir gerade, das ist hier böse, dann sollten wir auf unsere Urinstinkte auch hören. Denn meistens ist es so, was sich so anfühlt, ist meistens auch so. Und dann sollte ich nämlich die Wege, was wir vorgesagt haben, die drei Bedrohungsphasen, und zwar ganz wichtig, erkennen, vermeiden und wenn es nötig ist, erfolgreich bewältigen. Wenn ich also jetzt die erste Situation erkannt habe, da stehen drei düstere Gestalten vor mir und ich habe ein schlechtes Gefühl, dann habe ich doch den zweiten Punkt, nämlich das Vermeiden. Das heißt, warum muss ich denn da gerade durchgehen? Ich kann, dann nehme ich halt 10 Minuten länger in Kauf und gehe halt einen Umweg. Das heißt, solche Sachen zu erkennen, ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe selber mir mal angewöhnt, wenn Leute versuchen, meinen Blick anzufangen, also meinen Blick zu fixieren, dass ich den Leuten auf die Hände gucke, um zu gucken, haben die gefährlichen Gegenstand in der Hand oder wollen, sind die im Begriff, etwas, vielleicht einen gefährlichen Gegenstand auszupacken? Ja, genau. Also das Scannen lernt man in einer guten Selbstverteidigungsschule auch. Das haben wir bei uns auch. Das nennt man Scanning-Verfahren. Das ist wie ein Scanner. Das heißt, man lernt die Umgebung um sich herum wahrzunehmen. Nicht nur die Menschen, das, was sie tragen, das, was sie anhaben, das, was sie nutzen könnten, sondern vielleicht auch ein Fahrrad, was da steht oder ein Pfeiler, der da im Weg steht oder was auch immer. Ich bringe meinen Schülern immer ganz lustige Spiele bei, wo ich dann einfach sage so, ey Leute, wenn ihr Hausaufgabe für heute, wenn ihr zum nächsten Mal zum Training kommt, wenn ihr das nächste Mal an der Kasse steht, merkt euch doch bitte, ihr habt 5 Sekunden Zeit an der Kasse hinzugucken und merkt euch bitte, wer wie, welche Schuhbänder hat, Klettverschluss, welche Jackenfarbe, ob eine Cappy, ob eine Kapuze, ob Bänder dran, dies und das, was euch alles nützlich sein könnte in der Selbstverteidigung oder was aber auch er zu nutzen nehmen kann in einen Angriff. Und das dann halt in kurzer Zeit und kurzen Abständen. Man trainiert damit ganz schnell sein Auge, sein Bewusstsein gegenüber von Gefahren. Und ohne paranoid zu werden, macht das ganze Spiel auch noch Spaß. Das ist halt ganz, ganz wichtig, halt, wenn man in einer Selbstverteidigung Kurs oder in einer Schule ist, dass man natürlich auch lernt, dass im Vorfeld einer Selbstverteidigung viel, viel mehr es darum geht, eine geschulte Taktik zu trainieren, als eine geschulte Technik. Die Technik ist erst das allerletzte, was wir nutzen. Zuallererst sollten wir eine gute Taktik nutzen. Wie kann man denn gegenüber körperlichen Angriffen abschrecken, dass sich der vielleicht gar nicht erst traut anzugreifen, das Wort? Also ganz wichtig ist natürlich immer, dass man nicht die Opferrolle einnimmt. Das ist ganz wichtig. Also nicht Schultern hoch, Kopf nach unten. Manchmal ist es tatsächlich so, dass Leute, die sich aufregen oder Leute, die aufbrausend sind und man dann das Fluchttier darbietet und sie sich als Raubtier fühlen, tatsächlich dann, wenn man wegläuft, auch erst hinterherlaufen und zubeißen. Man kennt das von den Raubtieren zum Beispiel so. Ganz viele Menschen verhalten sich auf der Straße auch so. Also ich sollte selber selbstbewusst sein, sollte aber auch nicht gegenkontern. Es sollte nicht so aussehen, als hätte jetzt Rivale vor sich. Ich sollte ihn tief in die Augen schauen. Ich sollte auch nicht auf den Boden gucken. Ich sollte ihn tief in die Augen schauen, ihn bewusst machen, dass das hier alles gar nichts bringt. Präventionsartig ihn vielleicht auch mit den Händen versuchen runterzubekommen. Als würde man die Hände von oben nach unten abwedeln und sagen, komm runter, alles cool. In Wirklichkeit bauen wir hier schon mal unsere erste Verteidigungsbrücke auf. Das heißt, die Hände sind schon mal immer bereit. Schlimmer, als wenn sie jetzt in der Hosentasche stecken würden, er sich aufbraut und wir einen Schlag gar nicht kontern können. Sondern meine Hände sind oben, beschwichtigen, deeskalieren, aber sind währenddessen auch in meiner aktiven Verteidigung schon vollkommen tätig. Und ganz wichtig halt einfach, solche Personen versuchen, den Wind aus den Segeln zu nehmen, keine Ego-Schienen zu fahren. Ich sage mal, das größte Problem bei einer Schlägerei war das eigene Ego. Das heißt, der größte Gegner, der einem vorausgesetzt wurde, war man eigentlich selbst. Wenn man halt einfach sagt, ja gut, dann hat er das über mich gesagt, ja gut, dann denkt er das über mich, ist auch wie auch immer, soll er doch machen, was er will, ich verliere nicht mein Gesicht, sondern er verliert eigentlich nur seins mit seiner Art. Wenn man schon mal so weit denkt, dann kann man doch schon sehr, sehr viel vermeiden, als wenn man jetzt genau auf diese Brücke aufsteigt und dann halt versucht, Feuer mit Feuer zu bekämpfen oder mit Benzin zu bekämpfen, da schürt man nur die Flamme des Wuts noch viel, viel höher. Vielleicht kann ich ein Beispiel bringen, was ich einmal geschafft habe. Aber ich weiß nicht, wie reproduzierbar das in verschiedenen Situationen ist. Das war jetzt eine Friedenskundgebung. Ich habe da im Mikro gestanden, habe mich auf meine Worte konzentriert
Und plötzlich stand ein Typ mit einer Bierflasche neben mir. Mhm. Er hatte eine Bierflasche in der Hand. Also keine Distanzzone, wo man noch vernünftig reagieren konnte. Und da habe ich einfach mich voll entspannt, bin gezielt in eine herzliche Stimmung gegangen und habe den einfach da stehen lassen und weder Wut noch Angst gezeigt, und der ist dann weggegangen. Ja. Ich weiß natürlich nicht, bei wie vielen potenziellen Angreifern das hilft. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Man sollte halt einfach selbstsicher dastehen. Ich meine, Täter suchen Opfer und keine Gegner. Das ist ganz klar. Und wenn sie aber sehen, oh, der hat aber keine Angst, der ist sehr selbstsicher, der hat ein selbstsicheres Auftreten und versucht auch noch das Ganze, was jetzt von ihnen entgegengeworfen wird, an bösen Äußerungen oder was auch immer, worum der Streit auch immer geht, von dem Gegenüber, dem Verteidiger, immer wieder beschwichtigt wird und eigentlich quasi den Wind aus den Segeln zu nehmen und die Worte zu entmächtigen, indem man einfach sagt, aber das ist doch gar nicht so schlimm jetzt. Das ist doch jetzt gar nicht so wichtig. Ich weiß gar nicht, warum du dich darüber jetzt so aufregst. Wenn man da so in dieser Art und Weise redet, anstatt dann einfach noch auf seinem Platz zu sitzen und zu sagen, nein, das war aber meine Stelle, nein, das war aber mein Platz, dann kann es nicht anders enden als wie zwei Ziegenböcke, die mit den Köpfen gegeneinander knallen. Das heißt, wenn der eine mit der Kraft des Gegners geht, dann wird dieser auch irgendwann weichen. In der Hoffnung natürlich. Wenn es nicht so ist, dann kann man sich natürlich noch auf das verlassen, was man gelernt hat. Ja, dann würde ich gerne kommen zum Thema Gegenstände, die faktisch zur Verteidigung geeignet sind, aber es gibt ja in Deutschland auch ein Waffengesetz. Was ist da, worauf ist da zu achten? Ja, also Gegenstände, Waffengesetz ist natürlich klar. Ich sage immer so, dieses Wettrüsten und Ausrüsten, um auf die Straße zu gehen, halte ich immer nicht so viel vor. Man muss auch mal eins bedenken, alles das, was man mitnimmt, kann auch gegen einen verwendet werden, wenn man damit schlecht umgehen kann. Deswegen lieber eine Sache weniger mitnehmen, aber dann lieber eine Sache, mit der ich mich zum Beispiel auch zutraue, was machen zu können. Ich halte zum Beispiel von Messern, die man unterwegs hat, gar nichts. Denn ein Messer ist lebensgefährlich. Ein Messer ist zu über 95% tödlich auf der Straße. Das heißt, selbst jede Abwehrtechnik wird da in die Hose gehen. Man trennt da so ein bisschen Messerbedrohung und Messerangriff. Das muss man trennen. Ein Angriff mit einem Messer kann man nicht überleben. Also man kann es überleben, aber dann mit Verletzungen und Schnittwunden. Eine Messerbedrohung, der kann man schon ein bisschen entgegenwirken, ist aber immer noch äußerst gefährlich. Und daher würde ich eher raten, Messer immer zu Hause zu lassen und zur Selbstverteidigung niemals mitzunehmen. Es gibt da sehr schöne Gadgets, wie zum Beispiel Pfefferspray, das man nutzen kann. Dann empfehle ich aber auch nicht den Nebel, sondern den Sprühstrahl, weil gerade Wetterverhältnisse, man sollte halt nicht selber in der Nebelwolke sitzen. Dann gibt es aber auch Tactical Lamps, die eine sehr, sehr hohe Lumenzahlen haben in der Beleuchtung. Das heißt, man kann den Gegner visuell blenden, der kriegt den Unterleibtritt gar nicht mit, weil er oben komplett geblendet ist und kann dann das Weite suchen. Kommutans, Tactical Pants, alles das würde ich im Notfall nutzen. Natürlich immer noch in der Verhältnismäßigkeit, aber jetzt mit dem Messer oder ich weiß nicht, Schreckschusswaffe bringt in meinen Augen auch nicht so viel. Denn nehmen wir nur mal an, ich ziehe in der Selbstverteidigung jetzt die Schreckschusswaffe und der fühlt sich bedroht und hat auch noch eine Waffe bei sich. Und wir wissen jetzt nicht, ist diese scharf oder nicht. Dann macht meine nur Puff und seine macht Peng. Und da ist halt der große Unterschied. Und deswegen würde ich so eine Konfrontation gar nicht auf mich nehmen, wenn ich in der Schreckschusswaffe draußen rumlaufe und die ziehe. Und selbst ein Freund sieht das zum Beispiel, der gegenüber, mein Angreifer, der hat jetzt keine Schreckschusswaffe oder keine Pistole oder was auch immer dabei, aber sein Kollege sieht das und denkt so, oh, mein Freund wird gerade mit einer Waffe bedroht, ich habe doch hier eine Scharfe hinten drin, auch illegal oder was auch immer. Wenn der ihn mit der Waffe bedroht, dann ziehe ich jetzt meine Echte und ich schieße vor, bevor er schießt. Was er jetzt nicht wusste ist, bei mir war nur Gas drin oder bei mir war nur eine Klappspatrone, war nur zum Schreck da und der andere hatte eine Echte. Daher halte ich von solchen Gadgets in der Selbstverteidigung nicht viel. Das Waffengesetz verbietet ja auch manche Sachen ganz, manche darf man nur mit kleinem oder großem Waffenschein haben und manche Sachen darf man nur zu Hause haben, aber nicht öffentlich mit sich führen. Genau. Und ich habe mir den Paragraphen 1 angeschaut, also da fallen ja auf jeden Fall Schusswaffen drunter. Also da fallen drunter Hieb- und Stichwaffen und auch Gegenstände, die gar nicht als Waffen eigentlich gedacht sind, wenn sie ausdrücklich dort in dem Gesetz oder in der Anlage zum Gesetz genannt sind. Und ich denke zum Beispiel, ein normaler Regenschirm zum Beispiel, der ist da nicht genannt, habe ich geguckt und wird auch in einem Video
von dir genannt, dass man sich mit dem Schirm verteidigen darf. Genau, und richtig. Auch auf verschiedenen Webseiten mit einem Regenschirm darf man sich verteidigen, weil es nicht im Waffengesetz genannt ist, ist eben der Punkt, und es nicht als Waffe gedacht ist, genau, sondern um einen vor Regen zu schützen eigentlich. Genau, richtig. Genauso ist es auch zum Beispiel mit einem Tactical Pen, also so ein Tactical Stift, den darfst du auch mitführen, darfst du auch in der Notwehr einsetzen. Dasselbe ist auch mit Pfefferspray, wobei das Pfefferspray dann eher wieder in die Selbstverteidigung, fast schon in die Schock-Selbstverteidigung geht. Das heißt, man sollte ein Pfefferspray nicht so vorsätzlich in der Tasche tragen und dann irgendwann sagen, wenn es dann soweit gekommen ist, ich habe es immer dabei, falls mich einer angreift, dass ich ihm das ins Gesicht sprühen darf, dann ist es eigentlich im deutschen Gesetz nur ein Tierabwehrspray. Aber natürlich in einer Ausnahmesituation, in einer Notwehr, darf ich natürlich alles nutzen, was mir mein Leib und Leben schützt. Natürlich aber auch verhältnismäßig. Und da ist so ein Pfefferspray, so ein Tierabwehrspray natürlich auch möglich, gar keine Frage. Aber jetzt, wie gesagt, bestimmte Hieb- und Stoßwaffen, sei es jetzt zum Beispiel ein Teleskopschlagstock oder ein Totschläger, wie man den auch nennt, das sind natürlich alles Sachen, die dürfen zwar zu Hause im Besitz behalten werden, die dürfen aber nicht geführt werden, ne? Außer wenn man beruflich für solche Sachen halt irgendwo eingeordnet wird. Gut, jetzt hält man sich an alle Vorschriften und trotzdem kommt jetzt ein Angreifer mit einem Messer oder einer abgebrochenen Bierflasche zum Beispiel an. Mhm. Was kann man tun? Also ich sage immer grundsätzlich Distanz halten. Grundsätzlich Distanz halten, eine Brücke bauen mit einem Stuhl, mit einem Hocker oder was auch immer. Eine längere Waffe finden, sei es ein Stock, sei es ein Besen, sei es irgendwas, die dem Angreifer auf Distanz hält, wir aber auch die Möglichkeit haben, auf den Gegenstand einschlagen zu können und niemals in ein Messer oder in eine Flasche, die vielleicht sogar zersprungen ist, in den Nahkampf zu gehen. Denn alles das wird tote Helden geben und tote Helden sind bekanntlich keine guten Helden. Deswegen sollten wir zusehen, da aus dieser Situation rauszukommen, wegzukommen. Und ich sage mal ganz oft, gerade wenn man, ich zeige auch meinen Schülern ganz oft Videos von Überwachungskameras, die halt im Netz auch überall rumkursieren, wo Menschen niedergestochen werden während einer Konfrontation. Ich sage meinen Leuten auch immer ganz klar, ihr seht, was falsch war. Der Weg nach hinten war die ganze Zeit frei. Er hätte die ganze Zeit weglaufen können und er wäre heute Abend noch bei seiner Frau im Arm gewesen. Ja, was ist jetzt? Jetzt ist er tot. Jetzt liegt er da. Also Distanzeinschätzung ist das ganz, ganz Wichtiges, gerade wenn solche Hilfsmittel von Angreifern genutzt werden, sei es ein Messer, sei es eine Bierflasche oder. Ganz gefährlich. Und im Rahmen einer Selbstverteidigung, selbst als Geübter, ist es da nicht immer möglich zu kontern und zu reagieren. Da wird er vielleicht sogar nach hinten losgehen. Und beim Messer ist ja auch, glaube ich, zu beachten, das kann jemand nicht nur zum Stechen benutzen, sondern auch zum Schlitzen, wodurch der einen wesentlich größeren Radius hat. Genau, richtig. Also wir reden da von zwei Distanzen. Das geht dann schon wirklich ins Taktik- und Techniktraining im SWS ein. Da haben wir dann erstmal die Schnitt- und Schnetzeldistanz, nennen wir das immer ganz lustig. Das ist dann die, wo er halt schneidet und erst wenn er dicht dran ist, zu stechen. Das heißt, selbst wenn ich versuche, machen das mal mit einem ganz lustigen Spiel, wenn dann Leute bei uns neu kommen und meinen, sie haben dann die Möglichkeit, ein Messer abzuwehren und zu verteidigen, dann ziehe ich den Leuten gerne ein schwarzes T-Shirt an und klebe mein Messer vorne mit einem Stück Kreide oder benutze nur ein Stück Kreide oder aber auch einen Acker oder einen roten Stift, wenn er ein weißes T-Shirt trägt. Und dann sage ich, jetzt soll er doch mal gerne abwehren, wenn der wie eine Nähmaschine auf dich einsticht und auf dich losgeht. Am Ende wird es immer ganz lustig, wenn er aussieht wie ein Picasso, bemalt von oben bis unten und keine Technik je funktioniert hat. Und dann mache ich den nochmal im zweiten Anlauf bemerkbar, such mal Raum, lass den mal mit dem Messer hinter dir herlaufen. Such Möglichkeiten, eine Taktik, wie du verschwinden kannst, wie du Objekte als Schild benutzt oder wie du aber auch Sachen als Barrieren vor den Gegner wirfst, um halt nicht, dass er da an dich rankommt. Und das sind dann auf einmal ganz andere Taktikmöglichkeiten, wo ganz schnell bemerken, verdammt, jetzt weiß ich erst, wie gefährlich ein Messer ist. Da kommt also so dieses große Aha-Erlebnis. Wenn jetzt ein Täter mit einer Axt ankommt, kann ich mir vorstellen, dass man noch mehr Abstand halten sollte. Richtig, richtig. Also gerade so Äxte, Schwerter, so alles Klingenwaffen, wenn es da eine nützliche Selbstverteidigung geben würde, um dieses zu verteidigen, dann hätten ja die Kreuzritter damals nicht so viele Siegeszüge hinter sich gehabt, weil dann wäre es wahrscheinlich irgendeine Truppe gewesen, die dann eine ganz unglaubliche Kunst der waffenlosen Kampfes irgendwie entwickelt hätten und hätten die ganzen Kreuzritter entwaffnet und die Schwerter und Klingen und Äxte hätten niemandem was angehabt. Also man sieht schon, allein im Lauf der Geschichte der Menschheit, in der Evolution, ist ein Edelmann mit einem Schwert da, dann sollte der Bauer flüchten. Kannst du einige
Beispiele geben, wo dein Selbstverteidigungsunterricht geholfen hat, natürlich jetzt anonymisiert, Angriffe zu entmutigen oder abzuwehren? Ja, also ich kann zum Beispiel ein Beispiel geben von einer Schülerin von mir, die wohnt auch in einem sozialen Brennpunkt und da mein Unterricht immer ziemlich spät stattfindet oder stattgefunden hat, auch damals in den öffentlichen Schulen, war es halt immer so, dass die sehr spät an zu einer gewissen Zeit am Bahnhof entlang musste und sie hatte vorher immer große Angst gehabt und sie hat aber das, ich sag mal so, die Thematik des Erkennens ziemlich schnell verinnerlicht und konnte damit schnell Gefahrenquellen oder Gefahrensituationen aus dem Weg gehen. Das heißt, sie hat da schon mal gelernt, allein nur dieses Wissen darüber, Gefahrenquellen zu analysieren, kann schon teilweise eine Selbstverteidigung überhaupt ausradieren, dass man gar nicht eine Selbstverteidigung braucht, dass man gar nicht erst überhaupt da reinkommt. Das ist zum Beispiel einer Schülerin von mir passiert, die dann ganz schnell gelernt hat, vorher wurde ich immer angemacht, immer angegrapscht, immer angelabert und jetzt mittlerweile habe ich so viel Ruhe, weil ich mir einfach diesen Weg oder weil ich die Gefahr viel früher erkenne als vorher. Das heißt, da kam es gar nicht zu einer körperlichen Auseinandersetzung, sondern da war es einfach so, dass sie das viel früher erkannt hat. Genauso habe ich aber auch einen Schüler zum Beispiel, der war so ein typisches Mobbingopfer in der Schule gewesen und der wurde immer geschlagen, gerade nach der Schule. Dann haben die dann nach der Schule am Ausgang gewartet und haben ihn dann immer zusammengeschlagen. Da kam ein blauen Auge, dann wieder mit einer Nase, mit Nasenbluten, aufgeplatzter Lippe und. Und irgendwann hat der dann gelernt, halt durch taktisches Denken, durch taktische Selbstverteidigung, sich den Größten zu schnappen, ihn zu fixieren oder besser gesagt, ihn erstmal natürlich einen ordentlich auf die Nase zu geben im Rahmen der Selbstverteidigung, ihn dann zu fixieren, ihn dahin zu halten und dann haben auch die kleineren Fische, die eigentlich mit dem Großen da die ganze Zeit immer rumhingen, gemerkt so, oh, mit denen ist doch kein Spaß zu haben und so. Und dadurch konnte die Situation sehr schnell, ich sag mal, deeskaliert werden, ist aber auch immer so eine Sache natürlich, was auch immer ganz wichtig ist, das ist noch Schule, im wahren Leben nachher außerhalb der Schule, außerhalb der Lehre, außerhalb der Regeln, auf der Straße kann man nicht einfach, ja, in der Selbstverteidigung, man soll zwar sein Leib und Leben schützen, aber man muss immer damit rechnen, dass was danach kommt. Denn ich sage immer so, nicht der erste Kampf ist der gewonnene Kampf, sondern der endgültige Kampf ist der gewonnene Kampf. Es kann sein, dass ich mich heute verteidige und übermorgen 10 Leute vor meiner Tür stehen. Während in der Schule der Angreifer vielleicht noch dran denkt, dass er nicht von der Schule fliegen will. Genau, da sind mehrere Ängste durch die Regeln halt, ne? Da sind halt die Regeln, die dann da halt mitspielen und die Schüler haben das auch noch gesehen und die Mitläufer, die dann da neben ihm standen, die den Großen ja mal ganz toll fanden, der jetzt aber einen auf die Nase gekriegt hat durch das Technik- und Taktiktraining, der halt war halt der Unterlegene, auf einmal war der andere ganz cool und der gar nicht mehr cool und der wollte natürlich auch nicht von der Schule fliegen. Mein Schüler hat dann aber auch noch innere Werte gelernt, der hat ihnen dann nachher noch die Hand gegeben und hat gesagt, warum bekämpfen wir uns die ganze Zeit, lass uns doch lieber Freunde sein. Dann wurden sie Freunde und dann war das ganze Ding auch geklärt. Und das war ein Weg der Selbstverteidigung, der am Ende sogar zu was sehr Gutem geführt hat. Worauf sollte man achten bei der Auswahl einer Selbstverteidigungsschule? Ich sage immer, der Lehrer ist nur so gut wie sein schlechtester Schüler. Ich würde immer ein bisschen darauf achten, wie sind die Schüler und wie sind die Lehrer. Ich achte nicht mehr auf Stile, schon lange nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass es den einen Stil gibt, der unglaublich gut ist oder der überlegen ist oder so, weil, wie sagte Bruce Lee damals schon in den 60ern, wir haben alle nur zwei Arme und zwei Hände. Das heißt, das Rad wird nie neu erfunden. Das ist immer dasselbe, nur es wird anders verkauft. Manchmal teurer, manchmal billiger. Aber das Ding ist halt einfach, dass man in der Selbstverteidigungsschule halt einfach darauf achten sollte, ob der Trainer sehr, sehr realitätsnah arbeitet. Das heißt, ich finde mal so, man sollte darauf achten, dass eine Selbstverteidigungsschule mit dem Lehrer zusammen so ein bisschen parallel gedacht wie Fallschirmspringer sind. Wenn ich in einem Flugzeug sitze und ich da 1000 Meter oder 3000 Meter schon über der Erde fliege und mein Fallschirmtrainer mich gleich da angurtet, unter ihn am Bauch hängt und sagt, wir springen jetzt raus, dann möchte ich gerne doch vorher wissen, ob er auch schon mal vorher gesprungen ist. Wenn er mir jetzt im Flugzeug sagt, nö, er ist noch nie rausgesprungen, das ist das erste Mal, er hat es immer nur theoretisch gemacht, dann werde ich sicherlich nicht mit ihm den Fallschirm runterspringen. Und genauso sollte man beim Lehrer auch so ein bisschen darauf achten, dass natürlich auch echtes Fachwissen am Start ist. Das heißt, sollte auch Hand und Fuß haben, dass er auch weiß, wovon er redet, dass er sowohl die Straße kennt, dass er sowohl aber auch ein echtes Handgemenge unterscheiden kann von dem, was einfach nur Traditionslehre ist. Das heißt, was einfach nur weitergegeben wurde, aber nie wirklich ausgeführt wurde. Weil da entstehen dann nachher ganz, ganz viele Visionäre, aber wenig praktische Lehrer.
Lehrer. Und da sollte man als Schüler so ein bisschen schon drauf achten und ein bisschen hinterfragen auch. Ich finde immer, das Allerwichtigste ist, Lehrer ist nicht nur in seiner Kunst kritisch, sondern ein Lehrer sollte auch immer sehr, sehr befragt werden. Und dann sieht man auch im Umgang von kritischen Fragen, wie der Lehrer damit umgeht. Und wenn er einen vertagt und sagt immer, ja, das lernst du, wenn du Braungurt hast, ja, das lernst du dann, dann sollte man sich schon die Frage stellen, warum ist das so? Also das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und vielleicht auch, dass man mit der persönlichen Gefahrensituation auch kommen kann und darauf auch Antworten kriegt. Richtig, richtig, genau. Also eine Selbstverteidigung sollte halt vom Sportlichen weg sein. Das ist immer ganz wichtig. Gehe ich in eine Schule und ich frage nach Selbstverteidigung an und die geben jetzt 8-mal die Woche an mehreren Uhrzeiten am Tag irgendwie Kampfsportunterricht im Kickboxen und einmal die Woche Selbstverteidigung und dann geht man dann in den Selbstverteidigungskurs, ist barfuß da, hat einen traditionellen Ski an und hat eigentlich gar keine realen Gegebenheiten, die eigentlich auf einer Straße so wären, dann sollte man sich doch fragen, ist das hier gerade wirklich Selbstverteidigung oder übe ich doch wieder nur Sport aus, die einer Selbstverteidigung gleicht? Welche weiteren sportlichen Betätigungen sind sinnvoll als Ergänzung zum Training? Ich denke, alles ist sinnvoll, was man nebenbei machen kann, sei es Fußball spielen, sei es Handball spielen. Aber für mich persönlich, was ich immer Leuten rate, ist auch eine körperliche Fitness zu trainieren. Zum Beispiel nebenbei parallel im Fitnesscenter zu arbeiten. Die Muskelkraft aufzubauen, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Denn, wie gesagt, auf der Straße haben wir keine Gewichtsklasse und wir müssen gegen schwere Leute auch bestehen können. Und wenn wir dann deutlich schwächer und unterlegener sind, trotz Primärzielattackierung, dürfen wir aber eins trotzdem nicht vergessen. Ein Primärziel zu treffen, ist gar nicht so schwer. Viel schwerer ist das Rankommen. Denn ist jemand viel schwerer und größer als ich, dann ist das Primärziel zwar immer noch gleich schwach, aber seine Reichweite deutlich größer und ich muss mich da wohl irgendwie reinwurschteln, damit ich da überhaupt rankomme. Und dazu gehört teilweise körperliche Kraft dazu. Genauso ist auch das im Adrenalineffekt, im Tunnelblick, alles das natürlich auch dafür sorgt, dass man kennt, dass vielleicht Stresssituationen entsteht, man kriegt zittrige Knie, irgendwie, ja, es fühlt man sich nicht wohl, einige verharren in der Panikstarre, können nicht nach vorne, können nicht nach hinten, bleiben einfach stehen wie so ein Reh, was angeleuchtet wird auf der dunklen Landstraße. Das ist halt immer so, es gibt so vieles, was halt durch Sport oder durch Training, gerade auch durch Krafttraining trainiert werden kann, den Ausgleich darin zu schaffen. Und ich finde daher, eine Grundfitness ist immer ganz wichtig, denn was bringen 1000 Techniken, wenn man nicht körperlich fit ist? Also ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Aspekt. Natürlich müssen wir nicht so fit sein wie jetzt ein Profisportler, der im Kickboxen im Ring steht und dann 12 Runden durchkämpfen muss oder im Kickboxen eher weniger 12 Runden, aber jetzt im Boxen 12 Runden oder im MMA 5x5 Minuten. Das sind dann so ganz andere Geschichten. Aber auf der Straße sollte eine gewisse Grundfitness und eine Grundmuskulatur schon vorhanden sein. Was macht dir heute bei der Arbeit für den Kanal Kampfkunst Lifestyle besonders Freude? Ich denke, das meiste, was mich immer noch erfreut an Kampfkunst Lifestyle, weswegen ich das Ganze auch noch weitermache, liegt einfach daran, dass ich unglaublich viel Feedback bekomme. Ich bekomme teilweise über 300 Mails täglich. Darunter sind auch ganz viele Anfragen, natürlich ein Autogramm und sowas alles, das ist auch klar. Aber auch ganz viele Anfragen oder besser gesagt Leute, die mir ihre Geschichte erzählen und die durch meinen Kanal es geschafft haben, sich mal ihrem Problem zu stellen. Sei es jetzt in der Selbstverteidigung oder aber auch einfach psychisch. Einfach zu sagen, ich stelle mich jetzt mein Down-Syndrom oder dass ich down bin, jetzt nicht Down-Syndrom von der Behindertenkrankheit, sondern wir reden von den Down, also D-O-W-N. Dass dann man einfach so ein ja, nicht Blackout, aber einfach, wie nennt man das noch, so ein tiefes Loch hat, in dem man halt feststeckt. Und viele sagen dann durch meine Videos, weil ich gebe ja nicht nur Selbstverteidigungsvideos, sondern ich gebe auch Motivationsvideos, Zielsetzungsvideos, alles das ist bei mir auch mit enthalten. Und da gibt es auch sehr viele Leute, die mir dann schreiben, oh, du hast mir wieder Licht am Ende des Tunnels gegeben, durch dich habe ich wieder Kraft, du motivierst mich und ich habe jetzt wieder angefangen, Sport zu treiben. Die eine schreibt, ich habe 30 Kilo abgenommen, der andere schreibt, ich war immer sehr dünn, ich habe jetzt 20 Kilo Muskelmasse aufgebaut und es gibt so viele Erfolgserlebnisse, die ich habe durch meinen Kanal und jedes Mal, wenn ich vor meinem PC sitze und irgendwas schneide oder mir Planung mache für die nächsten Videos, dann schaue ich auch entweder auf den Silberbutton für 100.000 Abonnenten, die ich damals gekriegt habe, oder aber auch auf die Auszeichnung, die ich bekommen habe zum Webvideopreis als bester Sportler 2017. Da schaue ich dann gerne drauf, aber merke dann auch diese Verantwortung, die hinter dem steckt, was ich tue. Ich sehe da nicht einen Preis, der mir verliehen wurde, sondern ich sehe da viel mehr Verantwortung, die mir verliehen wurde. Und es macht mich stolz, diese Verantwortung tragen zu dürfen.
Wer hat diesen Preis verliehen, 2017, den besten deutschen Sportkanal? Das war der Ralf Möller, unser Gladiator, unser Hollywood-Schauspieler aus Deutschland, und die Barbara Schöneberger. Die haben mir den Preis damals verliehen. Von welcher Organisation? Vom Webvideopreis war das. Ah. Das ist der Webvideopreis gewesen, und da sind dann alle YouTuber aus Deutschland nominiert gewesen. Also da gibt es dann so Nominierte, und da wird am Ende dann abgestimmt, wer denn gewonnen hat, wer bester Sportler. Bei mir zum Beispiel war es bester Sportler Sportkanal 2017, und da stand ich in der Konkurrenz mit dem Freekickers, und da wir eigentlich Fußball-Deutschland sind, habe ich schon gedacht, das Ding gewinne ich nicht, weil die hatten auch noch 5,5 Millionen Abonnenten auf ihrem Kanal. Ich habe zu dem Zeitpunkt mal 280.000, glaube ich, gehabt, wenn überhaupt, und da habe ich die Chancen nicht groß gesehen, da zu gewinnen, aber der Kampfkunst-Lifestyle-Kanal hat sich trotzdem in Fußball-Deutschland gegen einen Freekickers-Kanal durchgesetzt, und ich habe dann auch die Zeit auf der Bühne genutzt, dann halt den Leuten was mit auf den Weg zu geben und denen halt gesagt, jeder muss an sich glauben, denn zuerst geben dich andere auf, bevor du dich am Ende dann selbst aufgibst. Aber niemand sollte sich aufgeben, denn es gibt immer einen Lösungsweg, es gibt immer einen Ausweg. In der Kampfkunst lernt man, aus jedem Clinch oder aus jedem Armhebel gibt es auch eine Befreiung. Man muss nur den Mut haben, diesen Schritt aufzugehen. Das heißt, Selbstverteidigungstraining kann auch ein Weg sein, den Willen zu stärken, andere Herausforderungen im Leben anzugehen. Auf jeden Fall. Also ich finde sowieso, dass körperliche Ausübung immer auch ein Weg der Selbsterkenntnis ist. Ich finde, alles, was man tut im Leben, ist eigentlich, dadurch lernen, sich selber körperlich auszudrücken oder auch menschlich auszudrücken. Ich denke, in der Selbstverteidigung können viele Frauen auch ihre Blockaden, das habe ich bei mir in meinem Kurs ganz oft, viele Frauen haben ihre Blockaden gelöst, weil sie sich als Frau immer eher gefühlt haben wie, ich bin ja unterwürfig, ich verdiene ja nicht so viel, ich muss dem Mann ja gehorchen. Solche Frauen hatte ich auch bei mir, die durch die Selbstverteidigung viel selbstbewusster wurden, viel freier lebten, einige sich sogar von ihren Beziehungen getrennt haben und gesagt haben, oh, endlich bin ich frei. Ich hatte vorher Angst, diesen Schritt zu machen, jetzt habe ich es gemacht. So, also es gibt so ganz viele Erfolgserlebnisse natürlich auch innerhalb des Lebens, die man dann beim Training oder von seinen Schülern erfährt, weil die halt durch das Training mental auch extrem gewachsen sind in der Selbstverteidigung. Denn Selbstverteidigung heißt ja nicht nur sein Leib, seinen Körper zu verteidigen, sondern natürlich auch seine Seele. Und das ist natürlich etwas, woran wir auch arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass wenn viele Menschen Selbstverteidigung können, das auch eine klarere Kommunikation fördert. Also auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel bei Facebook eine Gruppe gegründet, die heißt Kampfkunst Lifestyle, so wie mein Kanal. Und in dieser Gruppe, und das ist etwas, was mir immer wichtig war, es war oft meistens so, dass in der Kampfkunstszene die einen die Karatiker sind, die anderen die Judoka, die anderen kommen aus dem Taekwondo, und irgendwie finden sie sich alle immer selbst am besten, und die anderen sind ja die Konkurrenz. Das ist so ein typisches Konkurrenzdenken gewesen. Und ich habe gesagt, nein, ich will eine Gruppe schaffen, in der alle zusammenhalten, in der alle miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Ein großes Miteinander. Der eine macht Judo und kann vielleicht den Stand-Up-Kämpfer, der vielleicht Karate macht, sagen, auf dem Boden ist das cool, wenn du das bei dir noch einbringst. Also quasi ist es ein Miteinander-Wachsen und nicht ein Gegeneinander-Schrumpfen. Und das ist etwas, wo ich dann gemerkt habe, das ist ganz toll, wenn man sowas kreieren kann. Und da sind wir jetzt fast 3000 Mitglieder, und das macht super viel Spaß. So viele verschiedene Charaktere und Kampfkünstler untereinander mit so viel Respekt, aber auch mit so viel Erfolg zu sehen. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich stelle mir auch vor, dass es einen auch schult, ja, klarer zu signalisieren, dass andere, wenn man keinen Angriff machen will, dass andere merken, dass man friedlicher Absicht da ist. Zum Beispiel. Richtig. Und vor allem, ich denke auch gerade so dieses Akzeptieren unter Kampfkünstlern der anderen Stile oder auch der anderen Systeme oder was auch immer, ist auch eine Bereitschaft der Toleranz. Ich denke immer so, oftmals ist ja leider auch in ganz vielen Konflikten der Toleranzgrad leider zu streng, zu eng, dass man vieles einfach nicht akzeptiert, weil der jetzt gerade nicht so tickt, wie ich das gerne möchte. Der vorne, der sitzt jetzt im Bus, wo ich eigentlich immer sitze. Diese Toleranz oder aber auch dieses zu sagen so, nee, das ist ja so und das toleriere ich und das ist okay, denn morgen sitze ich vielleicht wieder da, wo er jetzt sitzt, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man da quasi auch innere Konfrontation aus dem Weg geht. Denn ich denke, ganz viel Hass entsteht auch durch Selbsthass, und man muss miteinander reden, man muss miteinander kommunizieren, und in einer Gruppe, in der Selbstverteidigungsschule, lernt man halt auch über das zu reden, was eigentlich in einem tief vergraben ist, wo man sich eigentlich gar nicht getraut hat, drüber zu reden. Wenn die Zuhörer deine Arbeit unterstützen möchten, was können sie tun?
Also ganz klar natürlich meinen Kanal auf YouTube abonnieren, da mit dabei sein. Dort können Sie gerne in die Kommentare schreiben. Sie werden merken, viele Leute sind dabei, viele Leute, die wahrscheinlich auch denselben Fragen hatten oder selben Fragen haben, wie Leute, Zuhörer, die jetzt vielleicht das gerade hören und sagen so, oh, Selbstverteidigung hier und da. Und da werden auch viele Antworten kommen, wenn auch nicht von mir persönlich, was nicht mehr immer möglich ist bei über 330.000 Leuten, kann ich nicht mehr jede Frage persönlich beantworten, aber die Community ist so groß und zusammengewachsen, dass quasi die Worte meiner Community dasselbe Gewicht haben wie meine Worte, und das ist halt ein schönes Miteinander, und daher kann man da natürlich die Unterstützung fördern, auch gerade was es angeht. Für mich ist dieser Kanal keine Bereicherung an mich selbst, sondern für mich ist dieser Kanal immer ein Geben gewesen, ohne zu verlangen, etwas zu nehmen. Kostenlos kann man bei mir Selbstverteidigung auf YouTube sehen, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, denn ich finde, Selbstschutz sollte umsonst sein. Ja, vielen Dank für das Interview. Wir blenden im Abspann dann noch den Link an, dass man deinen Kanal sofort findet. Kampfkunst Lifestyle. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und ich verabschiede mich von unseren Zuhörern, und bleiben Sie uns treu, und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie auch den YouTube-Kanal von unserem Politikblog. Dankeschön.